Ich habe mich vor allem mit digitalen Formen von zivilem Ungehorsam beschäftigt und damit, wie diese neuen digitalen Praktiken zivilen Ungehorsam auch verändern. Wozu ich ein Bild mitgebracht habe. Und um das Bild zu verstehen, muss man ein bisschen die Geschichte dahinter verstehen. Da ging es darum, dass 1963 das FBI in Amerika eine wahnsinnig groß angelegte Überwachungsstrategie entwickelt hat und eine Überwachungskampagne gefahren ist gegen eine einzelne Person, die sie als wahnsinnig gefährlich eingeschätzt hat. Diese Person wurde auf Schritt und Tritt verfolgt, jedes private Gespräch wurde überwacht. Es ist dann so weit gegangen, dass die Person öffentlich diffamiert wurde, dass ihr Drohbriefe geschrieben wurden, in denen sie sich gesagt wurde, sie soll sich umbringen. Also es war wirklich eine massive Operation. Und bei der Person, von der ich rede, geht es um ihn, Martin Luther King. Und er ist natürlich heute eine Person, wo wir alle sagen würden, ganz klar, das ist einer der großen, wichtigen Helden des zivilen Ungehorsams, eine ganz wichtige Figur geworden in der Geschichte Amerikas. Im positiven Sinne. Aber darüber waren sich eben zu dieser Zeit gar nicht alle einig, sondern ganz im Gegenteil. Und das ist ein Phänomen, was wir heute wieder erleben. Wenn man sich mit den Fällen beschäftigen möchte, mit denen ich mich auseinandergesetzt habe, gibt es mehrere Dokumentarfilme, die ich sehr empfehlen kann. Einmal The Internet's Own Boy, das ist eine Dokumentation über Aaron Schwartz, mit dem ich mich auch in meiner Doktorarbeit auseinandergesetzt habe. Super spannender Fall, wahnsinnig wichtiger Mensch für die Entwicklung des Internets. Und der zweite Film wäre die Dokumentation über Snowden von Laura Poitras. Das war auch ein Fall, der irgendwie sehr wichtig war, der für uns alle gesellschaftlich sehr große Bedeutung hatte. Und ich fand diesen Film einfach als Dokumentarfilm einfach nochmal wichtig, um zu sehen, wie menschlich Edward Snowden in dieser Situation war, dass es eben nicht darum geht, dass Helden völlige Heldentaten vollbringen, sondern dass Menschen sich als politische Akteure in das politische Geschehen einmischen und aus tiefer Überzeugung und tiefem Glauben an Demokratie und an Rechtsstaatlichkeit anfangen, Widerstand zu üben.